Einen wunderschönen guten Morgen hier in Wien. Wir melden uns aus der Wiener Stadt, dem Vortragssaal C. Und hier werden wir in den nächsten 4 Tagen für Sie ein Programm zusammenstellen und diskutieren. Es geht um Berufsstudium und Weiterbildung, denn das bedeutet Best. Berufsstudium und Weiterbildung unter einem Dach finden Sie hier die nächsten 4 Tage ein unglaublich großes Angebot. Sie können wählen zwischen Technik, zwischen Naturwissenschaften. Sie finden beinahe alle Fachhochschulen und Universitäten hier, Berufsausbildungen, Berufswege und natürlich auch für die Erwachsenenbildung ist alles da. 4 Tage lang ein kostenloses Angebot und finanziert wird das alles vom Arbeitsmarktservice Österreich, vom Bundesministerium für Bildung und Frauen und vom Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. Wir hier aus dem Vortragssaal C, wir sind für Sie auch zu Hause erlebbar. Wir sind via Livestreaming bei Ihnen zu Hause. Sie können das gesamte Programm mitverfolgen und starten jetzt mit Ihnen gemeinsam in unsere erste Gesprächsrunde. Und ich darf bei uns begrüßen Margit Tell vom WUK Jugendcoaching West und Christine Sonntag vom WUK Coaching Plus. Denn unser erstes Thema heute lautet regionales und spezialisiertes Jugendcoaching in Wien. Gefördert wird das alles und finanziert vom Sozialministerium Service und vom Europäischen Sozialfonds. Und liebe Christine Sonntag, Sie haben uns versprochen, Sie werden uns einmal so Allgemeines zum Jugendcoaching sagen. Bitte sehr. Ja, einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christine Sonntag. Ich bin Projektleiterin vom Projekt WUK Coaching Plus. Darf ich gerade kurz das Mikrofon weiter zu? Okay, genau. Ja. Also einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Christine Sonntag. Ich bin Projektleiterin vom Projekt WUK Coaching Plus. Wir sind ein spezialisiertes Projekt. Was wir anbieten und für wen wir da sind, würde ich gerne dann im zweiten Teil besprechen, wenn das Thema spezialisierte Jugendcoaching-Projekte ist. Bevor die Margit beginnt mit was denn Jugendcoaching ist und Jugendcoaching anbietet, möchte ich gerne eben so eine kleine geschichtliche Einführung geben, wie es denn zum Jugendcoaching gekommen ist. Jugendcoaching gibt es, wie wir es kennen, seit 2012. Es ist aber nicht wie der Phönix aus der Asche entstanden, sondern es gab Projekte, die Jugendliche auch vor dem Jugendcoaching schon unterstützt haben. Es gab also viele Clearing-Projekte, die am Übergang Schule-Beruf angesiedelt waren, um eben Jugendliche dabei zu unterstützen, für Ziele zu erarbeiten, wie soll es denn nach der Schule weitergehen, soll es in Richtung Beruf gehen, soll es in Richtung Ausbildung gehen. Da haben eben die Kolleginnen der Clearing-Projekte beraten und auch unterstützt beim Umsetzen in die nächsten Schritte. Das Clearing-Projekt war ein sehr erfolgreiches Projekt, wurde auch sehr gut an den Schulen angenommen und wurde als Best-Practice-Modell in der EU ausgezeichnet. Es gab aber auch noch andere Projekte, die junge Leute unterstützt haben. Da wäre zum Beispiel auch das Projekt Move On zu erwähnen und Come On 14. Und all diese Erfahrungen aus diesen vielen Projekten sind in das Jugendcoaching-Modell mit eingeflossen. Das Modell Jugendcoaching ist auch sicherlich im Zusammenhang zu sehen mit der Wiener Ausbildungsgarantie für Jugendliche. Bevor die Margit gleich loslegt, was denn nun Jugendcoaching ist, möchte ich auch ganz kurz nur diesen Begriff NEBA erklären. Da werden wir immer gefragt, was denn hinter dieser Abkürzung steckt. Also NEBA bedeutet Netzwerk berufliche Assistenz. Da sind viele Unterstützungsangebote zusammengeschlossen. Jugendcoaching ist ein Angebot davon. Das werden wir dann heute noch näher, also darüber werden wir heute dann noch mehr drüber hören. Es gibt auch die Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen zum Beispiel eine Arbeitsassistenz in Anspruch zu nehmen. Eine Arbeitsassistenz unterstützt Jugendliche, aber auch Erwachsene bei der Jobsuche und auch bei der Suche nach Lehrstellen. Wenn man einen Job hat, dann und es gibt vielleicht Probleme, kann man sich an das Jobcoaching wenden. Die Berufsausbildungsassistenz unterstützt junge Leute im Rahmen einer verlängerten Lehre oder im Rahmen einer Teilqualifizierung. Und seit kurzem gibt es ein neues Unterstützungsangebot im Netzwerk NEBA, die Produktionsschulen.
wenn Jugendliche so das Gefühl haben, dass sie vielleicht noch Unterstützung brauchen, bevor sie mit einer Berufsausbildung beginnen oder mit einer schulischen Ausbildung, können sie über das Jugendcoaching Produktionsschulen besuchen. Produktionsschulen stehen aber auch für junge Leute offen, die vielleicht sich eine Auszeit genommen haben und wieder in Richtung Schule oder Berufsausbildung sich informieren möchten beziehungsweise sich in diese Richtung wieder fit machen möchten. Okay. Gut, dann möchte ich einsteigen gleich in die Thematik Jugendcoaching. Mein Name ist Margit Dell und ich arbeite für das WUK Jugendcoaching West. Das ist ein regionalisiertes Projekt in Wien. Was ist eigentlich Jugendcoaching? Also Jugendcoaching ist ein Beratungsangebot für Jugendliche, die schulabbruchs- oder ausgrenzungsgefährdet sind. Hier betreuen wir Jugendliche und unterstützen sie bei der Entscheidungsfindung. Was kann der nächste Schritt sein, wenn sie nicht weiter wissen, in welche Richtung es gehen soll? Soll es in eine schulische Ausbildung weitergehen oder in eine Lehrausbildung weitergehen? Wir begleiten die Jugendlichen ganz individuell und nachhaltig. Also nachhaltig heißt, wie die Kollegin schon vorher erwähnt hat, es gibt viele Anschlussmöglichkeiten eben ans Jugendcoaching, die sehr unterschiedlich sind. Vom Jugendcoaching haben wir die Möglichkeit, nach Abschluss des Jugendcoaching dann auch mal nachzutelefonieren, mit den Jugendlichen Kontakt aufzunehmen, ob sie dann wirklich gut ins nächste System angedockt haben. Wir unterstützen die Jugendlichen auch bei mehrschichtigen Problemlagen. Das heißt, wenn es Probleme im sozialen Umfeld gibt, schauen wir auch hin, wo können wir da unterstützen, welche Betreuungsangebote, Unterstützungsangebote gibt es noch zusätzlich. Dann die Prinzipien des Jugendcoaching. Das Jugendcoaching, das ganz wichtig ist, ist freiwillig. Das heißt, die Jugendlichen kommen freiwillig zu uns. Also sie werden nicht von irgendeiner Stelle, wie zum Beispiel vom AMS oder von der Schule zugewiesen, sondern sie kommen freiwillig zu uns. Und es ist natürlich auch kostenlos, das Unterstützungsangebot. Wichtig ist auch, dass das Jugendcoaching auf einem Vertrauensverhältnis, was die Jugendlichen mit den einzelnen Jugendcoaches besprechen, bleibt in diesem Raum. Also nur, wenn es notwendig ist, wenn der Jugendcoach meint, okay, hier müssen dritte Personen, erziehungsberechtigte Lehrerinnen einbezogen werden, wird in Absprache mit den Jugendlichen dann andere Personen einbezogen, beziehungsweise mit ihnen dann Gespräche geführt. Der Ansatz vom Jugendcoaching ist ein ressourcenorientierter Ansatz. Also wir schauen nicht hin, was nicht funktioniert, sondern wir schauen hin, was funktioniert. Wo sind die Stärken, die Fähigkeiten der Jugendlichen? Was können sie gut? Worauf können wir aufbauen? Nicht immer, was nicht gut ist, sondern wirklich, was gut ist, wo ihre Stärken und Fähigkeiten liegen. Vorhin auch schon erwähnt, der Einbezug von dritten Personen ist im Jugendcoaching auch ein wichtiger Ansatz. Oft ist es so, dass Jugendliche Vorstellungen über ihren Ausbildungs- bzw. Bildungsweg hat und die Eltern, Erziehungsberechtigten eine ganz andere Vorstellung haben über den Ausbildungsweg ihrer Kinder. Da ist es wichtig, dass wir die Erziehungsberechtigten auch zu Gesprächen einladen, gemeinsam mit den Jugendlichen und den Eltern gemeinsam einen realistischen Plan, eine realistische Perspektive entwickeln. Warum Jugendcoaching? Was ist denn das Ziel des Jugendcoaching? Warum sollen eigentlich ein Jugendlicher das Angebot in Anspruch nehmen? Hier geht es um frühzeitige Ausbildungsabbrüche zu verhindern, um Motivationsarbeit mit den Jugendlichen zu leisten, um sie in Ausbildung bzw. im Schulsystem zu halten, möglichst bis zum 19. Lebensjahr.
Wichtig sind auch Jugendliche außerhalb des Bildungs- bzw. Ausbildungssystems, das heißt Jugendliche, sogenannte NEETs, die nicht mehr in die Schule gehen, die zum momentanen Zeitpunkt keine Ausbildung machen, die wieder zu reintegrieren in ein Ausbildungssystem, in ein Bildungssystem. Wer wird angesprochen? Wer kann Jugendcoaching in Anspruch nehmen? Grundsätzlich alle Jugendlichen vom 14. bis zum 19. Geburtstag. Das heißt, Jugendlichen, die in die Schule gehen, ab dem individuellen 9. Berufsschuljahr. Schuljahr. Das können Schülerinnen aus einer neuen Mittelschule sein, das können Schülerinnen und Schüler aus einer AHS sein oder aus einer polytechnischen Schule oder BHS, BMS. Dann, wie vorhin schon genannt, systemferne Jugendliche, die in keinem System momentan angedockt sind. Und auch Jugendliche bis zum 14. Geburtstag, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf hatten oder haben, beziehungsweise eine Behinderung. Das sind vor allem Zielgruppe der spezialisierten Projekte. Dazu wird meine Kollegin Christine noch näher darauf eingehen. Wie kommt man jetzt eigentlich zum Jugendcoaching? Wie kann ich Jugendcoaching, wo finde ich ein Jugendcoaching? Zum einen sind wir sehr intensiv tätig an den Schulen im Pflichtschulbereich beziehungsweise auch außerhalb des Pflichtschulbereichs in den BMHSen, in den BHSen, AHSen. Hier wird zu Beginn des Schuljahres intensiv mit den Lehrern der Kontakt gesucht, die uns Schülerinnen und Schüler anhand eines standardisiertes Fragebogens identifizieren können. Wer kommt fürs Jugendcoaching eigentlich in Frage? Dann wird das Angebot auch von den einzelnen Kolleginnen in den Klassen vorgestellt, damit die Schülerinnen wissen, okay, was bietet das Jugendcoaching an, wobei kann ich Unterstützung bekommen? Und das passiert vor allem zu Beginn des Schuljahres, aber es ist natürlich auch möglich während des gesamten Schuljahres, beziehungsweise auch in den Ferien natürlich. Dann werden uns oft auch Jugendliche von anderen Betreuungseinrichtungen vermittelt, wie zum Beispiel von WGs. Die rufen bei uns an und sagen, wir haben da einen Jugendlichen in Betreuung, der bräuchte Unterstützung. Kann er bei Ihnen einen Termin haben? Oder dass Eltern anrufen oder Sozialarbeiterinnen. Immer häufiger oder oft kommt es auch vor, dass sich die Jugendlichen selbst bei uns melden. Sie kommen entweder in der Beratungsstelle selbstständig vorbei oder rufen an und bitten um einen Termin. Mittlerweile wird das Jugendcoaching in Wien seit 2012 durchgeführt. Es gibt auch Jugendliche, die schon Jugendcoaching in Anspruch genommen haben, sich wieder bei ihrem ehemaligen Jugendcoach melden und sagen, ja, da ist jetzt ein Problem aufgetaucht, ich bräuchte jetzt wieder eine kurze Beratung, wie kann es weitergehen? Wichtig ist auch noch, dass Jugendliche, junge Erwachsene ab 14 Jahren als mündige Bürgerinnen und Bürger gelten. Sie brauchen nicht die Einverständnis der Eltern, um am Jugendcoaching teilzunehmen. Dann, wie läuft das Jugendcoaching grundsätzlich ab? Hier gibt es ein sogenanntes Stufenmodell, wobei dieses Stufenmodell jetzt nicht bedeutet, die Jugendlichen durchlaufen Stufe 1, Stufe 2 oder Stufe 3, sondern Stufe 1 ist einmal, wo die erste Kontaktaufnahme mit den Jugendlichen, mit den Schülerinnen stattfindet, wo Beziehung aufgebaut wird, wo geschaut wird, was ist die Fragestellung, was wird gebraucht. Hier wird abgeklärt, ob eine weitere Beratung, Begleitung notwendig ist oder ob kurze Informationen, wie zum Beispiel, wann ist der Tag der offenen Tür in dieser und jener HTL ausreichend sind. Wenn weitere Beratung notwendig ist, wird entschieden, okay, wird der Jugendliche auf Stufe 2 weiter begleitet oder auf Stufe 3.
Begleitung auf Stufe 2 ist, beinhaltet vor allem Berufsorientierung, Unterstützung bei der Entscheidungsfindung. Gehe ich in eine Schule weiter, mache ich eine Lehrausbildung? Welche Lehrausbildung ist die richtige für mich? Wo liegen meine Stärken jetzt? Die liegen oft sehr verborgen, wo die Jugendlichen selbst nicht wissen. Da schauen wir hin, versuchen sie mit ihnen gemeinsam zu erarbeiten, zu entdecken. Hier können die Jugendlichen bis zu einem halben Jahr begleitet werden von uns. Ja, dann in Stufe 3 ist das passiert im Sinne vom Case Management. Das sind vor allem Jugendliche, wo es mehrere Probleme gibt, die eine weitere Ausbildung, Berufsausbildung, schulische Ausbildung verhindern oder Hindernisse darstellen. Hier ist vor allem die Vernetzung mit anderen Betreuungseinrichtungen notwendig, zum Beispiel mit Sozialarbeiterin von der MAL. Jugendliche können hier sehr intensiv und gut betreut werden bzw. begleitet werden bis zu einem Jahr, bis das richtige Anschlussmöglichkeit auch gefunden wird. Anschlussmöglichkeiten gibt es viele. Entweder die Jugendlichen bleiben im Schulsystem oder sie werden reintegriert ins Schulsystem. Dann ein Übertritt in eine Lehrausbildung oder auch in eine überbetriebliche Lehrausbildung kann ein Folgesystem vom Jugendcoaching sein. Oder wie die Kollegin vorher schon gesprochen hat, von der Jugendarbeitsassistenz. Hier wird sehr gut und intensiv zusammengearbeitet. Hier kann auch parallel mit den Jugendlichen gearbeitet werden. Die Jugendlichen werden von der Jugendarbeitsassistenz intensiv unterstützt bei der Arbeitssuche. Es ist so, dass der einzelne Jugendcoaching wirklich schaut, dass der die Jugendliche im Folgesystem andockt, dort wirklich gut ankommt. Dann noch kurz Überblick Jugendcoaching in Wien, also das regionalisierte Jugendcoaching-Projekt. Hier gibt es 5 Projekte in Wien, die bezirksmäßig aufgeteilt sind. Das heißt, die einzelnen Projekte betreuen dort die Schulen in diesen Bezirken bzw. die Jugendlichen, die in diesen Bezirken wohnen. Also das ist Move On, VHS Jugendcoaching, Income, Wienwerk und WUG Jugendcoaching West. Okay, liebe Margit Tell, darf ich da nachhaken bitte? Und zwar, Sie sagen, es ist auch für Jugendliche gedacht, die da möglicherweise die Schule abbrechen werden. Jetzt haben diese, keine Ahnung, eine schwierige Zeit, Pubertät, was auch immer im Hintergrund liegt, warum man eben im Moment nicht sehr gerne die Schule besucht. Jetzt haben die aber alles andere im Kopf, außer sich zu überlegen, wie geht denn mein Bildungsweg weiter oder der mögliche Berufsweg. Wie schaffen Sie es? Also Sie sagen, es machen die Klassenlehrer, Sie kriegen das auch woanders. Also diese Informationen, dass es zu betreuende Jugendliche gäbe, aber Sie sagen, Sie müssen freiwillig kommen. Also brennt dann schon eher der Hut, bis die bei Ihnen auftauchen? Oder wie ist so der Alltag? Gell? Also weil die haben alles andere im Kopf und es gäbe so was Tolles wie das Jugendcoaching, aber haben vielleicht auch noch überhaupt nicht die Lust, dass sie da vorbeischauen bei Ihnen. Das ist sehr individuell. Bei manchen brennt wirklich der Hut, wo es darum geht, okay, ich schaffe es nicht mehr in dieser Schule, ich steige jetzt aus dem Schulsystem. Dann schauen wir gemeinsam mit den Jugendlichen, wo kann es hingehen, was kann das Folgesystem sein. Manche Jugendlichen kommen schon früher und sagen, ja, ich habe da Lernschwierigkeiten, ich bräuchte Lerncoaching. Dann wird gemeinsam mit dem Jugendcoaching geschaut, wo kann der Jugendliche diese Unterstützung finden, wo gibt es Nachhilfe, wohin kann er sich wenden, beziehungsweise bei persönlichen Problemen auch versuchen, Bearbeitungsstrategien mit ihnen zu entwickeln. Okay, und das ist ja so, das ist anonym im Sinne von, die Eltern werden da nicht informiert, hallo, ihre Tochter taucht da bei uns jeden Montag auf und ist in Beratung, sondern das ist wirklich eine Vertrauensstelle, da kann man wirklich hingehen und wird angehört und auch wahrgenommen, aber es ist nicht so, dass sie dann das zweite Hotel Mama spielen und mit denen an der Hand Lehrstellen suchen oder so, also die müssen sich schon selber auf den Weg machen. Genau, also wichtig ist natürlich, dass die Jugendlichen selbstständig
werden. Sie bekommen Unterstützung und das kann sehr unterschiedlich sein. Es gibt Jugendliche, die mehr Unterstützung brauchen, wo wir sie dann auch zum Beispiel für eine AMS-Anmeldung zum AMS begleiten. Das Ziel ist natürlich, dass sie dann in Folge diese Sachen selbstständig erledigen können. Sie bekommen von uns Informationen, Unterstützung und Ziel ist, selbstständig das dann zu machen. Können Sie mir noch ein Beispiel sagen, wie das im Alltag wirklich ausschaut? Sie haben gesagt, also es gibt, so wie übrigens auf der Bestmesse, ja ganz viele hierher kommen, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll oder was sie eigentlich gut können. Es gibt also natürlich Austestungsverfahren, wo man so Interessen zumindest festlegen kann. Aber wenn ein junger Mensch kommt und Sie fragen ihn, was kannst du gut? Und der sagt, ja super shoppen und herumlümmeln, unter Anführungszeichen. Also wie versuchen Sie das herauszukriegen? Also besuchen Sie da Lehrwerkstätten, um verschiedene Lehrberufe auch kennenzulernen. Also was wird da wirklich gemacht? Naja, zum einen haben die Jugendlichen im Rahmen des Lehrgangs der Berufserprobung die Möglichkeit, in Firmen zu schnuppern, Praktikas zu machen, um den Beruf näher kennenzulernen. Braucht es aber im Vorfeld schon, weil es gibt eine Unzahl an Lehrberufen, wo liegen überhaupt meine Interessen. Das wird in Gesprächen herausgefunden, zum einen, okay, was mache ich gerne in der Freizeit, weil Sie vorhin Shoppen angesprochen haben. Gut, interessiere ich mich für Mode oder ist das nur ja, Freizeitbeschäftigung? Könnte das eventuell auch beruflich umgesetzt werden? Gibt es da Interesse? Also schauen, okay, wo liegen die persönlichen Interesse, auch die Freizeitinteressen, weil oft sind Kompetenzen in den Freizeitinteressen versteckt, die den Jugendlichen so nicht bewusst sind. Okay, also Sie erarbeiten sozusagen gemeinsam wirklich ein Interessensbild heraus und vielleicht geht der Jugendliche dann, oder nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher gestärkt daraus hervor und geht sich oder macht sich auf die Suche nach einer Lehrstelle oder einer Schulausbildung dazu. Magitelli, Sie sind eben vom WUK Jugendcoaching West. Dieses WUK heißt Werkstätten und Kultur. Sie machen regionales Jugendcoaching und Christine Sonntag, Sie machen ein spezialisiertes Jugendcoaching. Das war ist. Genau. Also es gibt in Wien mehrere Formen von spezialisierten Jugendcoaching-Projekten. Einerseits werden spezialisierte Beratungsmethoden für Jugendliche angewandt in Projekten, für Jugendliche, die bestimmte Schulformen besuchen. Die Margit hat schon erzählt, dass das Jugendcoaching ja an Pflichtschulen stattfindet, an allgemeinbildenden höheren Schulen. Und es gibt ein spezielles Jugendcoaching-Projekt vom ÖSB. Die Kolleginnen vom ÖSB beraten dann junge Leute, die berufsbildende mittleren oder höheren Schulen besuchen. Es gibt ganz viele Hintergründe, warum manche junge Leute ihre vielen Fähigkeiten nicht zeigen können. Und das kann sein, dass junge Leute gerade am Übergang Schule-Beruf lernen müssen, auch mit einer Form einer Behinderung fertig zu werden oder auch mit mehreren Formen von Behinderung. Und da bietet zum Beispiel der österreichische Blindenverband und auch Verband für Sehbehinderte für Jugendliche, die eine Sehbehinderung haben oder blind sind, ein sehr spezialisiertes Jugendcoaching an, weil man natürlich in der Beratung auch auf die Bedürfnisse der Jugendlichen eingehen muss. Da muss es möglich sein, dass der Beratende die Brailleschrift kennt, dass er Informationen hat zu technischen Hilfsmitteln, die einen Einstieg in das Berufsleben erleichtern können. Es wird diese Beratung dann auch an speziellen Schulen angeboten. Sehr ähnlich ist es für Jugendliche, die lernen müssen, mit einer Hörbeeinträchtigung zu leben oder fertig zu werden oder mit Gehörlosigkeit. Da ist es ganz wichtig, dass die betreffenden Kolleginnen fähig sind, in der Beratung nicht nur in der Lautsprache, sondern auch in der Gebärdensprache zu unterrichten bzw. zu beraten.
Dieses Angebot wird von WITAF angeboten. Im WITAF ist in der Ruhrgasse im 20. Bezirk. Ich sage jetzt zu diesen spezifischen Jugendcoaching-Projekten jetzt im Vortrag nicht die die Adresse dazu, gebe aber dann am Schluss unseres Vortrages noch einen Hinweis, wie Sie zu vielen Informationen kommen können. Ja? Die Kolleginnen von der Volkshochschule in Simmering besuchen junge Leute in Justizanstalten, also junge Leute, die leider schon sehr früh also mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind, arbeiten auch sehr eng mit der Bewährungshilfe zusammen und bieten ein modifiziertes Jugendcoaching für junge Leute von Berufsabschulklassen an, aber auch für junge Leute in bestimmten Förderklassen oder in bestimmten sonderpädagogischen Zentren. Ja? Ein weiteres Projekt, das Faktor C, berät junge Leute, die an einer Lernbeeinträchtigung leiden beziehungsweise Mehrfachbehinderung haben oder eine Körperbehinderung oder eine Sinnesbehinderung. Und das Faktor C unterstützt auch andere Jugendcoaching-Projekte im Rahmen eines Kompetenzenpools, wenn es Fragen zu dieser Zielgruppe gibt. Und natürlich ist es notwendig, erstens sind die jungen Leute sehr unterschiedlich, haben sehr unterschiedliche Bedürfnisse und da muss man auch die Methoden in der Beratung anpassen. Das Projekt, in dem ich arbeite, nennt sich WUK Coaching Plus. Wir sind zuständig für junge Leute mit psychiatrischen Erkrankungen, psychischen Problemen, sozial-emotionalen Benachteiligungen, aber auch für Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störung und Jugendliche, die aktuell Kooperationsklassen besuchen. So unterschiedlich die Jugendlichen sind, die zu uns kommen, sie kommen auch mit sehr unterschiedlichen Krankheitsformen. Das ist eine Bandbreite von Krankheitsverläufen, von Symptomen. Aber oft ist es so, auch so unterschiedlich die jungen Leute sind, die zu uns kommen, sie haben oft so ein gemeinsames Problem, das so gespeist wird von sehr vielen Ängsten. Ja? Und ein großes Problem für viele Jugendliche heutzutage ist der Besuch zum Beispiel von Gruppen. Also sie fürchten sich vor Gruppen, fürchten sich oft auch vor anderen Jugendlichen in Gruppen, weil sie vielleicht in ihrer schulischen Laufbahn schon viele sehr negative Erfahrungen gemacht haben. Oder häufig kann auch eine Erkrankungsform wie eine starke Sozialphobie dahinter stecken. Also die Ursachen können sehr, sehr unterschiedlich sein. Das Symptom, ich traue mich nicht in eine Gruppe, ist halt für diese Jugendlichen von Nachteil, weil ganz viele Ausbildungsmöglichkeiten, berufliche Ausbildungen, schulische Ausbildung werden einfach in Gruppen angeboten und darum ist es sehr wichtig, dass Jugendliche auch die Möglichkeit haben, sich langsam wieder an soziale Kompetenzen, die man in Gruppen braucht, also heranzutasten. Und darum bieten wir zum Beispiel Kleingruppen an, dass Jugendliche, die vielleicht schon sehr lange zu Hause waren oder auch schon sehr einsam waren, wieder langsam lernen können, mit anderen Jugendlichen in Interaktion zu kommen. Diese Gruppen haben eben unterschiedliche Themen. Das sage ich jetzt so exemplarisch. Es gibt diesbezüglich auch Angebote bei anderen Jugendcoaching-Projekten, aber in unserem Projekt kenne ich mich halt am besten aus. Oft muss man auch schauen, wenn die Jugendlichen kommen, wovon lebt denn der Jugendliche? Hat er Anspruch auf Mindestsicherung oder hat er die Möglichkeit, zu Beihilfen zu kommen? Das ist ein ganz wichtiges Thema, vor allem für all jene Jugendliche, die sich vielleicht eine Auszeit genommen haben und nicht wissen, wovon sie jetzt an und für sich leben sind und in keinem System integriert sind. Da ist es auch immer wesentlich zu schauen, sind die jungen Leute krankenversichert? Das wird auch sehr häufig übersehen. Und gerade also die Jugendlichen, die zu uns kommen, wenn es um eine psychische Beeinträchtigung geht, bedeutet das ja nicht immer nur Stress. Also das bedeutet einmal ganz viel Stress für die betroffene Person, aber oft auch viel Stress für die Umgebung, für die Eltern. Und da steht oft im Vordergrund das Lösen des Wohnproblems, noch bevor der Jugendliche den Kopf frei hat für die Berufsorientierung oder für das Jugendcoaching. Aber ganz allgemein, das Jugendcoaching ist wirklich gedacht für den Übergang Schule-Beruf.
Also für diese Phase? Es ist gedacht, also für die Jugendlichen am Übergang Schule-Beruf. Das kommt auch so aus der Geschichte vom Clearing, das war dort angesiedelt. Ist aber auch für all jene Jugendlichen gedacht, die jetzt in keinem System mehr drinnen sind und die sich vielleicht eine Auszeit genommen haben und sich wieder überlegen, soll ich nicht doch wieder eine Berufsausbildung in Angriff nehmen oder soll ich nicht wieder zurück in die Schule? Also auch diese Jugendlichen werden also vom Jugendcoaching betreut. Also es gibt eine super Auffangstelle sozusagen, also zumindest wo man bestens beraten wird. Ja, viele verschiedene. Ja. Würden Sie uns noch zum Schluss sagen, wie diese Adresse lautet, wo man einen Überblick bekommt über alle Angebote in Wien? Genau, das ist ganz wichtig. Ja. Es gibt also eine ganz, ganz tolle Homepage von der Koordinationsstelle, also www.koordinationsstelle.at. Da finden Sie erstens einmal die gesamte Angebotslandschaft für junge Leute mit und ohne Behinderung. Da gibt es alle Projekte mit Informationsblättern, die es in Wien gibt. Und vor allem finden Sie dort auch eine Schulliste. Und da kann man dann nachschauen, also wenn ich in eine bestimmte Schule gehe, für welches Jugendcoaching-Projekt ist denn für mich zuständig. Und auch auf der Homepage www.neber.at finden Sie ganz viele Informationen zum Jugendcoaching, aber auch zu den anderen Angeboten vom Netzwerk der beruflichen Assistenz. Hat das Sozialministerium Service einen eigenen Stand hier auf der Bestmesse ja, in Wien? Ja, das ist ein guter Hinweis. Die Kolleginnen vom Jugendcoaching und von den anderen Angeboten warten schon am Stand vom Sozialministerium Service. Das ist der Stand I3, glaube ich. Und die haben also ganz viele Informationen und Folder und Broschüren mit. Und die freuen sich sicherlich sehr, wenn sie vorbeikommen und noch mehr Informationen für sich beschaffen. Wunderbar, dann bedanke ich mich bei Ihnen beiden für Ihre Ausführungen. Spezialisiertes und regionales Jugendcoaching. Also es gibt Möglichkeiten auch für schwierigere Phasen oder auch spezielle Zielgruppen, dass sie eine gute Begleitung erhalten und Beratung, wie die Wege eben sein können, schulisch oder auch beruflich oder zu einer tollen Lehrstelle auch zu kommen. Vielen Dank und damit haben wir den ersten Vortrag schon gemacht und wir starten in Kürze weiter und schauen uns an, Leben mit Menschen als Beruf, auch das ist möglich, ein Weg, wie man arbeiten kann, Leben mit Menschen als Beruf. Dankeschön und haben Sie viel Spaß hier und Energie vor allem auch auf der Bestmesse in Wien, denn sie ist riesig hier in der Wiener Stadthalle. Es gibt sehr, sehr viel zu sehen und auszuprobieren und anzuschauen. Fragen Sie die Stände, es gibt wirklich ein umfassendes Angebot von Beruf, Studium und Weiterbildung.